So, herzlich willkommen, liebe Freunde der Flugkünste. Diesmal mache ich die Anmoderation und nicht der Schwurak, weil wir machen ein kleines Special. Der Aufnahme fliege ich mal zusammen mit dem Luke, den er in den letzten Folgen schon dabei war und einiges gerissen hat. Luke, sag mal Hallo. Jo, hi. Mit Gut. einiges gerissen hast du jetzt hoch in Wind geschossen, finde ich. Naja, also ich meine, neben der Tanne gab es doch da auch schon ein paar gute Aktionen, die man leider nicht immer gesehen hat, muss man dazu sagen. Eigentlich nie, weil ich gesehen habe, waren immer nur die Tarnaktionen drauf. Deshalb sah es ja nochmal dazu. Gut, bereit bist du? Ich glaube, wir legen mal instant los. Aber wisst ihr, wie das ist? Da, wo die gelben Momente sind, fehlen die Kameras. Na, das denke ich mir auch immer. Weißt du, wenn ich keine Aufnahme mache, ja, da kommt da ein Kill nach dem anderen und sobald ich irgendwie auf Aufnahme drücke, geht gar nichts mehr. Ah, traurig, aber wahr. Tja. Ob das noch Britannien? Oh! Wir haben nur ein Flugfeld einzunehmen. Das ist Ja. mir jetzt aber auch so ein bisschen neu. Doch, doch, das gibt's. Na, dann werde ich erstmal meine E3 nehmen, wenn wir schon auf Ass haben, wa? Ich werde mal mit der AE-1 anfangen. Gerne. 250 Kilo Bombe, zwei Bodenziele ausschalten und ein bisschen rumkrakehlen. Und wenn dann die Jetzt Kacke korrigier richtig mich am mal, aber Dampfen ist. warum wird das hier ein Special? Na, das wird ein Special, weil Spurak nicht dabei ist. Ja, lass den das bloß nicht hören, denn die haben halt da die nächste jetzt sofort wieder rum. Na, wir gucken mal. Ey, das ist ja totale Kanonenfutter, komm sofort auf die Landebahn runter. Wollen da alle landen? Nee, ich glaube, der Key ist rechtzeitig die Bodenziele auszuschalten, damit es nachher einfacher ist, die Bar zu halten, weißt du? Na du, mit Trick 17 würdet ihr wahrscheinlich genauso laufen. Ey, wie die alle auf den Flugplatz runter gehen. Also ich gehe erstmal auf die Bodenziele, ne? Macht das. Ich werde mal kriegen, was ich aus dem Himmel kriege. Hätte ich Achtet so eine mal. 450 oder was Besseres. Bis jetzt hat mich noch keiner gespeckt, das finde ich gut. So, ich darf jetzt bloß das Ablassen der Bombe nicht verkacken. Oh, gut. Ich bin gespannt. Klingt denn da schon wieder hinter mir? Aber eigentlich sind ja genug Trefferfelder da. Ja, nicht getroffen. Shit. So, ich bin davon schon wieder halten. Ach, da bist du ja. Oh, hier wimmelt es von Zielen und das finde ich das schon mal gut. Oh mein, ich bin echt. Oh, mein Motor ist ausgefallen. Ey, Ziel ohne Ende hier. Also ich könnte noch den Flugplatz treffen, aber ich glaube, das Landen wird nichts. Na, schade. Oh shit. Aber hier ging ja Okay, gar jetzt geht nichts das. diesmal. Na gut. Ey, ich habe Was? weiche Landung noch gekriegt. Oh fuck. Wow, Respekt. Ey, ich bin bei der Landung abgeschossen und die Tragfläche abgerupft, aber ich lag halt auf dem Flugplatz. Aber wenn ich mal diesen Ding hier anmerken muss, ist wirklich schön, es gibt hier eine Außenrumpflegerei, es das heißt direkt auf die Fresse. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Für neue Erden können wir vielleicht etwas sehr kompliziert und ziemlich haarig, aber Ja, ist auch so vielleicht kompliziert und haarig, also. Ist schon ziemlich lässig. Bist du eigentlich? Ich bin gerade mit meinen ab da Ich hinten. bin gerade hier mal im Anflug, weil ich wurde abgeschossen. Ich bin gerade mit meiner A1 da. Gucken, ob ich damit was reißen kann. Wie ist ja vor meinem ersten Schießen soll hier? Ja, ne? Sind auch irgendwie keine vom Team da, oder? Also, die sehe ich immer keine. Das Erste ist, du kannst ja nur vor landen und sogar parieren und musst ja einfach hin und dann schießen, wie du da kommst. Oh, der hätte mich eben beinahe weggerammt.
wieder im Arsch. Na toll. Ja, einen Kill gekriegt. Sehr gut. Aber ich brenne. Ah, hängt irgendwie am Arsch. Warte mal, ich muss mal zu richten. Okay, bin tot. Okay, jetzt kann ich nicht verrichten. Ich hab immerhin einen runtergeholt. Ja, schade eigentlich. Na, ich mal gucken, ob ich die restlichen Bodenzieher noch wegkriege. Oh, das ist so geil, wenn hier, wenn die fünf Flugzeuge fast am Stück auf der Landebahn sind. Dürfte eigentlich ja nichts mehr schief gehen, aber du wirst nicht, wohin du als erstes ballern sollst. Ja, das stimmt. Weil du bist nicht, wer ist der Nächste, der dir am Arsch hängt, weißt du? Oh, mit dir, gut, lass dich nicht so hängen. Ich glaube, ich fliege einfach mal über den Flugplatz und schmeiß mal ein paar Bomben an. Ja, du bist ja da unten gerade. Was machst du da unten eigentlich? Ich begeistere mich hier gerade voll, weil du die Auswahl anfängt lässt. Achso. Also ein Bomber wäre hier quasi... Ne, wobei, Bomber wäre eigentlich total cool. Einfach mal quer durchfliegen und gucken, was die Schützen so reißen. Weißt du, was ich meine? Ich schmeiß gerade von oben ein paar Bomben ab, aber ich glaube, da kommt keiner mehr an. Nee, weil ich hab mal mindestens, ich glaube, ich hab 6 MGs. Was denn jetzt so? Na, zu Ende. Rot hat gewonnen. Mega die schlechte Aktion. Also, das war, glaube ich, ein bisschen kurz für die Aufnahme, oder? Korrigier mich mal. Ja, ich glaube, wir machen instant weiter. Alles klar, das ist so ein Wort. Ja, wir müssen jetzt bloß irgendwie die Ladebildschirme ein bisschen überlabern. Ja, das sieht in. Ja, die weiche Landung feiere ich immer noch. Ich meine. Also echt, wie du das hingekriegt hast? Da ging ja gar nichts. Also von mir aus Ostfront, wir können. So, geht gleich weiter. Aber was, ich meine, an sich, das Konzept ist ja geil, weißt du, weil du hängst, du kannst ja nicht irgendwo anders hin. Ja, das stimmt. Das Flugzeug ist entweder drin oder ist draußen, weil da zu landen und die Reparatur zu kriegen, selbst wenn, den Start noch hinzukriegen, weißt du? Ja, das kannst du eigentlich vergessen, das stimmt. Nee. Das ist jetzt schon wieder viel eine interessantere Map. Ja, die ist denn. Da ist scheiße ja kein Begriff für. Ich finde ja spaßig, dass da ein Schiff einfach mal auf dem Land ist. Aber wir haben einen Flugplatz, ist ja schon mal viel wert. Ah. Jetzt hätte ich mir jetzt ganz cool vorgestellt, wirst du Bomben irgendwo auf die Bodenziele geworfen und dann mit den Bomben einfach quer durch die Zimmer durchgerauscht, wirst du? Ja, ich zu spät gemacht. Ja, super! Nee, wollte ich ja eigentlich durchziehen, aber naja, gut. Ah. Haben sie zu spät. Ich habe mir auch ein, zwei Mal so überlegt, also wenn du so eine Bahn in der Mitte hast, kannst du auch einfach gleich mit dem Bomber losfliegen und dir einfach einen Erstschlag kassieren, wenn der vor dir landen will. Ja, aber auch da hat mir die Frage, wie viel sind von deinen Einheiten drauf, weißt du? Ah. Das ist ja, der Bomber ist dann im Arsch, ganz klar. Ich gehe mal rechts. Mal gucken, ob ich die Schiffe finde. Ich werde immer so zuhören, ich bin in der Höhe, da könnte ich mich eigentlich kaum erreichen. Das ist interessant, ich sehe mir aufgefallen, wenn du deutsche Seite nimmst, ein Jäger, du musst immer eine Kreisbewegung und dann immer höher gehen, weißt du? Mit den Amis kannst du total nach oben reißen und passiert nichts, weißt du? Da kommt erst nach einer halben Minute oder so, wenn du schon fast bei 3000 bist, bitte Nase runter, bist du wegen der Schwierigkeit. Ja. Ja, der Strömungsabriss kommt insgesamt ziemlich spät, das ist richtig. Nee, sag mal, ich glaube, der letzte finde ist jetzt hier. Ich meine, dieses Ding mit AK, wenn man jetzt hier von dem Arsch ist, dass sie nicht reparieren können. Wollte ich noch sagen. Weiß ich nicht. Ja, die südlichen Schichten. Als auf deutscher Seite kannst du ja ziemlich wenig verkraften, obwohl eigentlich nur andersrum sein sollte. Also nach dem, wie ich gelesen. Bei 8 Büchern, die ich auch besitze. Ja, und da ist das erste Schiff down. Lief doch ganz gut. Wo? Jetzt ein Schlachtschiff oder so ein scheiß Patrouillenboot? Das war ein. Der hat eine Flak gehabt. Der war ziemlich dick. Nee, Patrouillenboote sind diese Kleindinger, die irgendwann mit dem G kaputt kriegst. Nee, es war ein großer. Für den großer. Es war ein großer, guckst dir nachher ein Video an. Oder willst du den Scheiß heute hochladen oder was? Erstmal wird er aufgenommen. Ob er hochgeladen wird, wird spontan entschieden.
Ja, ich sehe ja den. Aber wie gesagt, mit Video ist mal ordnungsgemäß. Ey, kann hier ganz trocken durchfliegen? Sag mal, ist das andere Team überhaupt connected oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen. Wobei, was liegt hier? Kann ich keine Ahnung, wenn ich noch was Bomber machen? Ah, die habe ich zu spät abgeschmissen. Das war scheiße. Ach, den Flugplatz kann ich ja auch bombardieren. Das ist ja schnucklig. Na denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt müssten meine runterkommen. Von der Staffel. Ach, die sind zweieinander gebracht. Das ist ja doppelt Schaden, denke ich, wa? Wenn ja, jetzt habe ich eben am Arsch, jetzt ist scheiße. Ja, nicht, dass ich dir jetzt hier voll eine Bombe in den Arsch drücke oder so. Gut, also ich bin völlig im Arsch, du kannst da raufschmeißen, was du willst. Ja, so viel dazu. Das ging dezent vorbei. Aber diese Bombenvisierung raff ich immer noch nicht. Ich muss den mittleren Punkt ziehen oder der Kill, der da unten wandert? Eigentlich der Kill, der unten wandert. Ja, oder? Der Kill, der unten wandert. Hab ich irgendwie so ausgeklickt, aber scheinbar ist so nicht so wie angekommen, wie ich mir dachte. Ja, ein Bodenziel zerstört. Ich werde mich mal ins Getümmel werfen, wa? Ich werf dich mal ins Getümmel und ich werde hier bomben, solange die Möglichkeit noch offen steht. Ach, ach nee, warte mal, das sind erst diese komischen, lebt ja nicht. Ich kann ja direkt den Flugplatz anbomben. Ja. Das ist auch sehr schnucklig insgesamt, muss man sagen. Oh, komm. Bumm. Ich ballern die hier einfach mal wieder alles an. Vielleicht kriege ich ja ein Wort für die Abschusshilfen. Bin ich, glaube ich, schon wieder gut dabei. Ich werfe jetzt hier gerade erstmal blind meine Bomben irgendwo runter. Weil ich sehe Flugplatz nicht. Okay, jetzt kommt Flakfeuer nach oben. Ich brauche meine Bomben hier rasen. Hä? Ja, ist der Flugplatz oder was? Der Flugplatz ist hinten und dann so am Strand ich links. Ist denn nur mit der ersten Anflug bist du total ein Arsch hier, jetzt wird jetzt die Ohre gehen, der Schutz fliegt da runter, ist mir egal. Ja, ja, mach doch. Ich will denn da hin, ja. Ja, der hält auch eine ganze Menge aus, denke ich mal. Darum geht's ja, ich müsste ja eigentlich eine Trefferdings kriegen, ja, so und so viel Schaden oder müsste irgendwo kommen hier. Ups. Ja, eigentlich schon, ich sehe gerade keine Gegner mehr. Ah, ich kann Landungsboote angreifen. Ach, hier ist der Flugplatz. Schön. Das sag ich doch. Kriegen wir fast mit 800 Sachen? Nee, was ja, ist toll. Abschuss und er ist noch in mich reingeflogen. Frechheit. Naja, kannst du nichts machen. Feindliche Flieger greifen unsere Basis an. Wir müssen sie aufhalten. Ich bin jetzt beim dritten Flugzeug, ne? Was schon? Ah. Ja, ich flieg halt nicht so safe wie du. Ah, 4 Abschusshilfen, ein Bodenziel, ein Flugzeug zerstört. Ist doch okay, kann man doch machen. Sah schon mal wesentlich schlechter aus. Oh, jetzt bin ich hier zu nah an die Flak angetreten. Und Fangschuss. Mein MG fängt an zu rattern, ich muss irgendwie feine Marsch haben. Ja, ich hab feine Marsch. Oh ja, ist wieder okay, kann aussteigen. So. Eine Crew mal hier rausholen. Eins. Ich hab 12 Minuten, das ist mein Schatz.
Warum wird der Fokurufe nehmen, wa? Bisschen Druck machen. Weil die da immer sich mitteilen müssen, sinnloserweise. Ja, ich weiß es auch nicht. Hat das irgendwas im Code? Hat das irgendwas zu sagen? Nein, die quatschen ja auch bloß nicht. Ich meine, die nächste Session kannst du ja aufnehmen, weil das ist ja voll von Arsch hier. Ach nee, du nimmst den auf, wa? Ja, klar, nehme ich auf. Okay. Dass ich den Rest nicht entsagt habe, den mir sogar noch sonst im Kopf gekommen ist. Wollen wir ganz entspannt daran. Oh, schönes Ding, wow. Der einzige Vorteil in dieser ganzen Geschichte ist hier wirklich, wenn du halbwegs gut in Fahrt bist, kannst du richtig gut Abschüsse machen und die auch ganz entspannt wieder abschütteln. Ja, ja, das Abschütteln ist mega gut. Ach, da bist du ja. Da sieht man dich ja auch wieder. Wenn der Zustand des Flugzeuges natürlich noch zulässt. Oh shit. Ich weiß immer nicht, ob ich das Landungsboote hinter mir sind oder. Landungsboote, die für gewöhnlich kein Gegenfeuer sind, das sind immer die Flakboote. Oh scheiße, ich hab's so geahnt, Alter. Okay. Fangen wir es mal zu tun hier. Ganz nah an den Wänden lang und schöne Kurven ziehen. Ja, drei Leute hinter mir. Drei. Was soll man davon halten? Flugzeug zerstört, schön ist das. Ja, dann können wir jetzt nochmal zusammen losfliegen. Da unten bist du ja schon wieder. Ja, ich hab da die Feinde im Arsch. Jetzt hat er gerade abgeschossen. Der Rest ist rot, meine Flügel sind komplett schwarz. Aber wir haben ja keinen Flugplatz hier, wa? Doch, oder? Ich sehe nicht. Haben wir einen? Doch, wir haben klar doch einen. Du hast doch den gegnerischen Flugplatz verbombt. Stimmt, dann müssten wir eine Theorie auch einen haben. Warten auf Ergebnisse, YouTube dazu. Ja, ganz entspannt. Ja, dann beende ich mal die Aufnahme und wir gucken, ob wir vielleicht noch eine Folge machen oder so. War auf jeden Fall schon wieder semi-erfolgreich. Danke an Luke und ciao. Ciao.